Also ist hier nicht die Basis. Immer vom Thema ablenken. Ja, jetzt kann mir nicht mehr diese Teile umfahren. Genau. Hatte das Teil vielleicht... Riesenklumpen Gold hat der denn hier hingepackt? Patsch. Patsch, platsch. Auf den Kopf, patsch. Ah, Leute. Ach so, oh Quatsch, den habe ich ja schon eingesammelt. Hm. Stimmt ja, ich erinnere mich. Da lang, da lang. Ach, dankbarerweise darf man da nicht runterfallen. Ist ja interessant. Yay. Man darf da immer noch nicht runterfallen. Ach, yay. Yay. So, schauen wir mal hier nach. Da-da-da-da. Okay, das haben wir ja schon geschafft. So ein Mist. In der Nähe des Außenpostens ist einer von denen verschollen. Wozu ist diese Höhle? Ich meine, hallo, hier ist nichts. Nur Wand. Ah ja, meine Güte. Versucht er jetzt mit viel Geschwindigkeit hochzufahren, um zu schauen, ob da oben ein Loch ist. Und dass da oben hoffentlich etwas drin ist. Komm, jetzt haben wir schon bessere Haftung. Haftungsvorsorge, Haftungsausschluss. Komm schon! Ja, 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 ja. Und das hat uns was gebracht? Genau, nichts. Außer einen guten Überblick. Also, dort hinten war einer. Dort ist... Da rechts beim Flugzeug ist eins gewesen. In dem Teil... In der... Im Berg. Ah. Wo ist das letzte goldene Teil? Yay! Genau, Lego Formel 1. Weiter geht's. Yay. Komm schon, wir müssen weitersuchen. Jetzt spreche ich mein Auto schon, mein Fahrzeug schon mit du an. Oben drauf, ich habe was gefunden, ja, cool. Okay, da ist das zweite Bonusspiel, das ist toll. Ah, und mit dem zweiten Bonusspiel können wir uns dann noch endlich mehr Haftung holen. Ah, dann schlittern wir nicht so hin und her, weil das ist echt schlimm. Und ich habe das Gefühl, dass ich in Xalex das Schutzschild auch wirklich gut gebrauchen kann. Weil das Schutzschild... Also auf dem Mars brauchte ich die Geschwindigkeit. Jetzt brauche ich die Haftung und auf Xalex brauche ich sehr wahrscheinlich Schutzschild.
So ist meine Annahme, liebe Freunde. Freunde der Sonne, lasst uns Mäuse melken. Lego Sachs, ich brauche nochmal deine Hilfe. Was gibt's für ein Problem? Okay, wir dachten, der Sturm wäre vorbei und haben die Ballons wieder ausgesetzt. Aber jetzt scheint der Sturm zurückzukommen. Ja, jetzt haben wir eine Minute weniger insgesamt. Soll ich sie nochmal für euch einholen? Fragezeichen. Damit wäre uns sehr geholfen, Lego Sachs. Wenn du es schaffst, gebe ich dir einen Autobonus, der dich auf deinem Weg zur galaktischen Meisterschaft weiterbringt. Ja, drücke eine Taste. Escape. Baum, badadam, baum, baum, badadam, badadam. Ah, na, dann nehme ich das auf der Rückfahrt mit. Hä? Was? Wie? Wo? Nein, 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 nein. Hä? Derp. Derp, 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 derp. Da. Badaing. So muss das sein. So muss ich das anhören. Bei den ganzen... Meine Fresse. Bei den ganzen Flammen, die wir hinterlassen, müssten wir eigentlich ja so eine Flammenspur hinterlassen. Genau so soll es sein, nicht anders. Meine Güte, wie man am Schlittern ist, das ist ja gemeingefährlich. So, heb nicht ab. Ich habe nämlich keine 5, okay? Vielen Dank. 1, 2, 3, 4. Schön, 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 schön. Weiter geht's, liebe Leute. Wir brauchen noch 4 Stück. Wir brauchen noch 3 Stück. Wir brauchen noch 2 Stück. Hilfe! Wir brauchen noch einen einzigen. Ah, ihr wisst gar nicht, wie scheiße das hier ist mit den... Wow. Hilfe! Ich bin froh, wenn ich gleich die ganze Haftung kriege. Dort hinten! Nicht mal mehr 3 Minuten! 1, 2, nee, er hat dann erstmal nur einen abgesetzt. Okay. Hier die restlichen. 1, 2, 3. Gut gemacht, geschafft. Nie wieder Ballons einsammeln. Nie wieder. Große Klasse. Du hast unsere ganze Arbeit gerettet. Naja, eigentlich sind noch 2 Ballons da draußen, aber egal. War mir ein Vergnügen. Das Vergnügen ist ganz auf unserer Seite. Ja, schade. Haftung. So. Jetzt geht's erstmal zurück zum Arctic Foyer, weil ich gerade weder Lust habe, den dritten Bonusstein zu suchen, noch habe ich gerade irgendwelche Lust. Nein, ich bin nicht müde. Es ist einfach nur die Tatsache, dass ich hier schon seit Stunden hier dranhänge und seit Stunden aufnehme. Und langsam genügt es einfach. Bam, 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 bam. Sparky, hey Kumpel, brauchst du Hilfe? Ja, bitte. Denn an dieser Stelle werde ich diesen Part für beendet erklären. An dieser Stelle sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Lego Racers. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier in dieser Welt. Machen dann, denke ich, die nächsten Rennen weiter. Ja, bis zum nächsten Mal, liebe Leute von heute. Spiel wird standardgemäß gespeichert und ich kann das Spiel ausmachen. Na,
weiter. So, 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 Abenteuer beenden. Ja, ich habe gespeichert, kein Problem. Wir laden jetzt nochmal eben das Hauptmenü, schauen uns diesen wunderbaren Hintergrund an. Ja, und die Frage ist, warum mache ich das eigentlich? Keine Ahnung. Um euch eure wertvolle Zeit zu stehlen. Das ist mein einziger Wunsch. Gebt mir eure Zeit. Ich will diese Zeit verschlingen. So, und wir sind wieder da. Und ja, nee, sind wir nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.